Sprengen Sie die Ketten zu diesem monströsen Europa. Kappen Sie die Verbindung zur EU. Die meisten Engländer wissen nicht viel über die Schweiz. Aber wenn die EU die Schweiz schikanieren würde, dann würden wir sagen, Moment mal, das geht doch nicht. Die Schweiz ist neutral. Auf der Schweiz hackt man nicht rum. Es verbindet viele Menschen in Europa, dass sie ein gespaltenes Verhältnis zu Europa haben. Zum Beispiel in Großbritannien und der Schweiz. Woher ihre Skepsis gegenüber der EU rührt, davon handelt dieser Film. Roger Helmer ist mittendrin und will nichts als raus. Will, dass das Vereinigte Königreich aus der EU austritt. Ich treffe ihn im Europäischen Parlament, um herauszufinden, warum Politiker wie er immer öfter gewählt werden und was das mit der Schweizer Masseneinwanderungsinitiative zu tun hat. Ich sah, dass die Schweiz ihr Schicksal in die eigenen Hände nimmt und sich nicht von außen bestimmen lässt. Wir in England sind davon sehr betroffen. Bei uns gibt es große Sorgen über die Einwanderung. Deshalb haben wir viel Sympathie für die Schweiz. Roger Helmer sitzt seit 15 Jahren im Parlament in Straßburg. Er ist einer von 766 Abgeordneten. Die meisten von ihnen kritisierten die Schweiz hart für ihre Abstimmung. Ganz anders die Gruppe der Europaskeptiker. Schluss mit der europäischen Diktatur über die Völker. Es lebe die Freiheit. Freiheit für die Schweiz. Herr Kollege Borghesio, ich verweise Sie aus dem Saal. Mario Borghesio ist Mitglied der italienischen Lega Nord und gehörte zur gleichen Fraktion wie Roger Helmer. Doch Borghesio musste sie verlassen wegen fremdenfeindlicher Positionen. Ende Mai sind die Europawahlen. Man geht davon aus, dass die Europaskeptiker in vielen Ländern die Wahlen gewinnen werden. Wo andere die Vorteile von Einwanderung und Binnenmarkt sehen, behauptet Roger Helmer, dass die EU-Mitgliedschaft die Briten jeden Tag 80 Millionen koste. Doch Helmer profitiert ganz persönlich. Wie alle Parlamentarier bekommt er bis zu 14.000 Franken Entschädigung pro Monat. Ist es nicht widersprüchlich, dass Sie hier sitzen und mitreden und sich dafür bezahlen lassen? Das höre ich immer, aber ich habe mehr verdient als Manager. Ich mache es sicher nicht wegen des Geldes. Es ist ganz klar. Wir sind von den Leuten in unserem Land gewählt, um sie zu vertreten. Ich vertrete nicht die EU in Großbritannien. Ich vertrete Großbritannien in der EU. Um mehr darüber zu erfahren, will ich Helmer ein paar Tage in seiner Heimat begleiten. Im Parlamentarierbus fahren wir nach Frankfurt, nehmen das Flugzeug nach Birmingham und dann das Auto nach Hause. Das ist die schnellste Variante, dauert aber trotzdem einen ganzen Tag. Das EU-Parlament tagt an zwei Standorten, in Straßburg und in Brüssel. Und so ist Helmer an mehr als 30 Tagen im Jahr unterwegs. What's your trip like? Wie ist diese Reise für Sie? Kompliziert und ermüdend. Man kann lesen und arbeiten, aber es ist eine enorme Zeitverschwendung für Tausende von Leuten. Genauer 766 Abgeordnete und bis zu 7000 Beamte und Assistenten. Die Kosten für die Steuerzahler werden auf 250 Millionen Euro geschätzt. Es ist eine Metapher für Europa. Niemand kann es erklären, niemand kann es rechtfertigen. Das ist Europa.
Nein, es hat Frieden und Stabilität gebracht nach zwei Weltkriegen. Nichts davon hat es gebracht. Der Friede in Europa kommt von der NATO, von 100.000 amerikanischen Soldaten in Deutschland, vom Gleichgewicht des Schreckens. Das hat den Frieden gebracht. Es war nicht die Europäische Kommission, die die Berliner Mauer zum Einsturz brachte. Eine umstrittene Sicht. Immerhin war es Helmers Landsmann Winston Churchill, der einst die Vereinigten Staaten von Europa lanciert hatte. Einen Tag später im Südwesten Großbritanniens, der sogenannten englischen Riviera. Hier startet die Unabhängigkeitspartei den Wahlkampf für die Europawahlen. Albis Gürtli im Vereinigten Königreich. Noch ist die UKIP relativ unbedeutend. Im nationalen Parlament hat sie keine Sitze. Aber auf Gemeindeebene kommt sie teilweise schon auf über 25%. Die Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz beschäftigt die Partei. Roger Helmer bringt mich zum Parteipräsidenten. Good. Schöne Parteikrawatte. Farage spaltet England. Er gilt als enfant terrible, ist aber gemäß Umfragen bereits der zweitbeliebteste Politiker im Land. Für Farage ist die Schweizer Abstimmung ein Fanal. Ich kann dem Schweizer Volk versichern, hätten wir abgestimmt, wären es nicht 50,3% gewesen, sondern 70,3. Keine Sorge, würde ich sagen, ihr seid nicht allein. Farage ist ehemaliger Banker. Roger Helmer war Industrieller. Deshalb stört ihn an der EU etwas ganz besonders: die deutsche Energiewende. In einer Rede will er die Subventionen für Wind- und Sonnenenergie attackieren. Diese zerstörten die Wettbewerbsfähigkeit Europas. Hauptprobe hinter den Kulissen. Gut, dass unser Standpunkt gehört wird. Politicians in Europe are getting the idea. Take Günther Oettinger, a very nice German gentleman who's commissioned. Die Europapolitiker merken es. Günther Oettinger kritisiert die Energiewende. Aber warum merkt er es erst jetzt? The big question is, Günther, what took you so long to work it out? It's not just Günther. Oder der italienische Energieminister. Er sagte, die EU rennt in ein industrielles Massaker. Ist das nicht etwas übertrieben? Exaggerated in what respect? Massaker. Das sind Zitate der EU-Kommissare. Firmen, die Milliarden in Europa investierten, tun das jetzt in China, Indien, den USA. Niemand baut mehr eine Ölraffinerie oder eine Aluminiumverarbeitung in Europa. Man baut sie dort, wo die Energie billig ist. Well, good morning, ladies and gentlemen. It is great to be here with you in Torbay. Guten Morgen, schön hier zu sein. Ob Sie an den Klimawandel glauben oder nicht, die Politik der EU führt uns in den Bankrott und kostet uns Arbeitsplätze und Wohlstand. Lasst uns die Wahlen gewinnen. Meine Damen und Herren, hier kommt der aktivste Politiker Großbritanniens. Mr. Gesunder Menschenverstand, Nigel Farage. Good morning, everybody. But if you believe that we should govern our borders, wenn Sie glauben, dass wir unsere Grenzen schützen sollten, wenn wir die Einwanderung kontrollieren wollen, wenn wir nicht nur quantitative Kontrolle haben wollen, sondern auch qualitative, so wie Australien, dann stimmen Sie UKIP am 22. Mai.
Englands Regierung rechnete mit einigen 10.000 Einwanderern pro Jahr. Gekommen sind seit der Personenfreizügigkeit mit Osteuropa 1,5 Millionen. Die Unabhängigkeitspartei verlangt, dass die Briten darüber abstimmen können, wie in der Schweiz. Einer kennt das aus eigener Erfahrung. The thing I liked about Switzerland was that there was local democracy. Was ich an der Schweiz mochte, war die lokale Mitbestimmung, dass die Menschen über die Zuwanderung entscheiden können, nicht sie aussperren. Aber wenn sie eine Arbeit hatten und zur Wirtschaft beitrugen, konnten sie sich verbessern. If there were jobs for them, they could have work permits, and if they then contributed to the Swiss economy, they could get something stronger. My advice as an Englishman, to the Swiss is. Mein Rat an die Schweizer ist: Bestimmt selbst. Klar, ich bin ein UKIP-Aktivist. Aber hier in England versuchten uns die Franzosen über Jahrhunderte zu übernehmen. Die Deutschen versuchen es zweimal, Gott sei Dank ohne Erfolg. Jetzt versuchen sie es nicht mehr mit Panzern, sondern mit der Politik. Euer Land ist euer Land. Arbeitet mit anderen zusammen. Wir tun es auch mit dem Rest von Europa. Du kannst es sehr gut haben mit deinem Nachbarn. Aber du fragst ihn nicht jeden Morgen, was du tun sollst. Viele Mitglieder der UKIP kommen aus der konservativen Partei, den Tories. Premierminister David Cameron hat ihnen versprochen, dass er die Personenfreizügigkeit einschränken will. Doch daran glauben sie nicht. Bereits würden 70% der Gesetze in Brüssel gemacht. Auch Roger Helmer, früher ein treuer Konservativer, hat deshalb die Partei gewechselt. Er und Nigel Farage wollen jetzt die radikale Lösung. Keine Reformen, das ist unrealistisch. Wir wollen eine Scheidung. Eine schnelle, freundliche Scheidung. Und dann eine Handelsbeziehung. Dann werden viele andere Länder folgen. Vorerst bleibt das Rhetorik. Roger Helmer lebt in Mittelengland, in der britischen Provinz. Er hat in Cambridge Mathematik studiert und war dann 30 Jahre Manager in Großfirmen. Er glaube an Wettbewerb, sagt er mir. Die Regulierungswut Brüssels führe zu Arbeitslosigkeit und Verschuldung. Helmer hat 15 Jahre lang in Asien gearbeitet. Er sagt, es gäbe auch Märkte außerhalb der EU. Es gab eine Debatte darüber, ob ein Teil der Schweiz isolationistisch oder fremdenfeindlich sei wegen der Masseneinwanderungsinitiative. Das fand ich außergewöhnlich. In einem Land gibt es viele Themen, von der Verfügbarkeit von Wohnraum, Bildung, Gesundheit, öffentliche Dienste, die Frage, welche Art von Migranten man will und was sie zum Wohlstand beitragen. Kein Land kann einfach offene Grenzen haben und unendlich Menschen aufnehmen. Sonntagmorgen bei Northampton, British Midlands. Hier lebt Helmer mit seiner Frau. Die beiden Kinder sind ausgezogen. Auf dem Stalldach Sonnenkollektoren. Aber dazu später. Helmers Frau ist Springreiterin. In den Ställen haben sie zwei Pferde. Welchen Einfluss hat die Herkunft auf das politische Denken? Was ist für Helmer Heimat? Ich liebe mein Land wie viele andere. Aber wichtig ist mir vor allem die Landschaft, die Geschichte und Kultur. Ein Dichter sagte, nur ein Seelenloser, der nie gesagt hätte, das ist meins, mein Heimatland. Aus diesem Sinn für Identität kommt der Wunsch nach Selbstbestimmung. Good morning.
Oh, somebody had the foresight. Und so steht Helmer am Sonntagmorgen um 10 Uhr auf einem Parkplatz und trifft seine Parteikollegen. 2 Monate vor den Europawahlen verteilen sie jetzt jede Woche Flugblätter, um die Kandidaten und ihre Themen bekannt zu machen. Das Interesse scheint noch etwas gering an diesem Sonntagmorgen. Was hingegen auffällt, sind die vielen Sonnenkollektoren auf den Dächern. Roger Helmer scheint hier mit seiner Position ziemlich allein zu stehen. Aber er bleibt dabei. Wir glauben nicht, dass die erneuerbaren Energien irgendein Problem lösen. Deswegen bekämpfen wir sie. Aber Sie haben ja selbst Kollektoren auf dem Dach und profitieren. Ja, ich profitiere. Aber wenn mir die Regierung Geld schenken will, dann nehme ich es. Ich habe die Solarzellen wegen den Subventionen, nicht um den Planet zu retten. Und im Europaparlament stimme ich immer gegen solche Subventionen. Helmer redet Klartext und er hat seine Parolen gut eingeübt. Das ist ein ruhiges Quartier. Wo ist das Ausländerproblem? Es gibt kein direktes Problem mit armen Leuten aus Osteuropa, die hier einziehen. Aber die Immigration schafft Druck auf die Sozialhilfe, die Mieten, die Schule, den Verkehr. Das sieht man überall. Aber ihr habt nur 12% Ausländer. Wir haben 23 in der Schweiz. Ich kann die Schweiz nicht beurteilen, aber hier ist es ein Riesenthema, noch größer als das EU-Thema. Hallo, ich bin Roger Helmer, Mitglied des Europäischen Parlaments. Wir verteilen Flugblätter von UKIP. Wollen Sie an unsere Veranstaltung kommen? Nein? Okay. Northampton, mein letzter Wahlkampftag mit Helmer und lokalen Kandidaten. Gegenseitige Stärkung mit Argumenten gegen die EU. Raus aus der EU, hinein in die Welt, heißt eine Studie der Unabhängigkeitspartei. Sie zeigt die wirtschaftliche Lage von Ländern, die nicht Mitglied der EU sind. Schau mal, wie erstaunlich. Länder, die nicht in der EU sind, aber in die EU exportieren. Ich hätte nie gedacht, dass die Schweiz Nummer 4 ist. Nach China, Russland und den USA. 3 Riesenländer und dann die Schweiz, die relativ klein ist. Das könne auch Großbritannien. Schließlich war man einmal eine globale Handelsmacht. Das Ziel für die Europawahlen ist, die Sitzzahl der Partei zu verdoppeln. Hallo, ich bin einer der Kandidaten. Es geht um die Europawahlen. Hier ein Flugblatt. Gehen Sie wählen? Ich bin aus Litauen. You're from Lithuania. Oh, interessant. Interesting. Arbeiten Sie hier? Jetzt nicht, ich suche einen Job. How long have you been here? Wie lange sind Sie schon hier? 9 Jahre. 9 years? Ja, aber ich habe meistens mit Kollegen aus Polen gearbeitet. Mein Englisch ist nicht sehr gut. So what's your plan? Are you going to stay in the UK? Wollen Sie in England bleiben oder zurück nach Litauen? Wissen Sie, vor einem Jahr wäre ich geblieben. Aber wenn ich jetzt lese, dass 1 Million Rumänen kommen könnten und die Löhne sinken, bin ich nicht mehr sicher. 1 million people now come in this country looking for job. Nur wenige Passanten lassen sich auf ein Gespräch mit der UKIP ein.
James, good. Yeah. To make the laws, not Brussels. Would you be happy? Kritische Fragen kommen von einem Reporter der BBC. No, a renegotiation is simply not available, and frankly, for our Prime Minister to talk about it is a deceit. To some people, they are xenophobic. They're people who just. Für die einen sind sie fremdenfeindlich. Leute, die Ausländer hassen, und sie sind einfach gegen alles. Vor allem gegen alles, was aus der EU kommt, ohne besonders gut informiert zu sein. Denn es gibt auch Belege, dass Großbritannien viel Geld von der EU erhält. Ein Austritt des Königreichs aus der EU ist unwahrscheinlich, auch wenn die Europaskeptiker im Mai tatsächlich die Wahlen gewinnen. Aber vor 5 oder 10 Jahren war der Austritt aus der EU ein ferner Traum. Jetzt ist es im Mainstream der englischen Politik. Es ist eine ernsthafte Debatte. Das wollen wir. Denn wenn es eine Diskussion gibt, dann ist die Position, die EU zu verlassen, viel stärker als die zu bleiben. Ob die Briten dann auch darüber abstimmen dürfen, darüber wird gerade heiß debattiert.